Servus. Ein bisschen Nebencontent neben Allplan, einfach für die All-in-One, weil das einfach aktuell ist und weil es einfach meine Leidenschaft ist und ja, gut auf meinen Kanal, meine Regeln, oder? Und ihr dürft euch das einfach mitgeben. Ja, wir haben 12 Antworten bekommen oder Feedbacks bekommen von der All-in-One. Ich finde es gar nicht mehr schlecht, es sind über 10%, so 15% sowas oder 15 bis 20% roundabout. Finde ich gar nicht schlecht, dass da so ein hohes Feedback gekommen ist. Ne? Da haben wir jetzt 92% fanden die All-in-One sehr gut und 8% Medium, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man es ausrechnet, ist wahrscheinlich eine Person die 4, der Rest alle 5. Besser geht es doch gar nicht, oder? Alle wären beim All-in-One-Hashtag 2 dabei wieder. Sehr cool, freut mich total. Da kriege ich ein bisschen ein Grinsen. Und jetzt kommen die interessanten Antworten, würde ich sagen. Was hat Ihnen am besten gefallen? Jetzt schauen wir mal wirklich genau, was da kommen ist. Die Namen, die dann angegeben wurden, die zeige ich nicht. Aber ich möchte natürlich die Antworten zeigen. So, der Mix zwischen der Produktvorstellung der Hersteller und im Anschluss gleicht die Umsetzbarkeit in Allplan. Cool. Das war auch wirklich, dazu muss ich wirklich was sagen. Also, das war ja so: Die Hersteller haben was, also erst Carsten Schmidt, Einleitung von der CS Concept, dann ich, den Werdegang der Subparts, warum es die überhaupt gibt und was ich auf dem Markt vorgefunden habe und warum ich das Ganze umsetzen will und warum ich das Monopol auf gar keinen Fall bei den Herstellern überlassen möchte. Und dann musste ich natürlich sagen, was sind die Subparts überhaupt? Und da wollte ich nicht das auch noch in einen Vortrag mit reinbolzen, sondern damit das immer so abwechslungsreich ist, wie so hin und her, so auf und ab, habe ich immer nach den Herstellern so 5 bis 10 Minuten noch was gezeigt von den Subparts, wie man das dann rüberbekommt. Zum Beispiel die Linkanheftung. Also zum Beispiel, du kannst den Verlegeplan auf ein Einbauteil draufsetzen. Du kannst auch die Ausschreibung über ausschreiben.de herunterladen. Und das alles ohne Allplan, komplett frei, denn das kann alles über BIM Plus funktionieren. Solche Sachen oder die Datenmenge. Also alles habe ich da so erklärt, immer so. Und das ist sozusagen die Dankbarkeit, wo die Person gehabt hat. Das freut mich sehr, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe. Denn ich wollte es erst anders machen, weil ich wusste, es ist viel mehr Aufwand, wenn ich jedes Mal nach jedem Hersteller nochmal eingreifen muss. Das musste ich dann in Kauf nehmen und es hat sich am Ende gelohnt. Super Sache. Gut. Generell eine lockere Information. Tiefe Präsentation seitens der ungezwungene Rahmen. Ja, ich glaube schon, dass ich da für einen technischen Vortrag, also ich wurde auch von meinen Fachrednern und Begleitern und auch direkt im Nemetschek-Haus noch von sehr vielen Leuten gelobt, dass die noch nie so eine Präsentation gesehen haben in so einem lockeren Aufmaß. Und es freut mich natürlich unbändig, wenn diese Vorarbeit, die ich da reingetan habe, dass die so gut ankam. Das war so risikoreich und ich habe mir echt gedacht, oh, ich habe mir nicht gedacht, dass das so gut ankommt. Aber es war Wahnsinn. Also das ist wirklich sehr gut angekommen. Es war sehr locker und so wie ich halt bin. Das Coole ist halt wirklich, ich musste mich nicht verstellen und das ist wirklich genial. Und das freut mich, dass meine Arbeit, meine Person so gut ankommt. Cool, passt. Supports, kurze und knackige Antwort, sehr gut. Professionalität hat jemand gefallen. Ja, das war schon professionell aufgezogen, auch wenn es locker war. Es war jetzt keine Krawattenveranstaltung, würde ich sagen, aber es war schon professionell aufgebaut mit Essen, Trinken und den ganzen Vorträgen mit dem Saal. War auch sehr teuer. Die Rechnung krieg ich jetzt dann erstmal noch. Die wird hoch ausfallen, aber das ist uns das System und die Kunden auch wert. Muss man sagen, also jeden Hersteller ist das wert und auch die Kunden, die zumindest bei mir im System drin sind. So muss man es einfach sagen. Dass mit den Herstellern mal klare Worte gesprochen werden. Ja, das ist wahrscheinlich eher mich gerichtet, weil ich mit den Herstellern einfach deren, ja, die haben halt einfach ihr Blickfeld und das ist auch völlig okay. Und ich sage denen halt den Blickwinkel vom Zeichner aus, vom Tragwerksbanner. Die Ehrlichkeit gegenüber BIM-Washing. Ja, das war natürlich mein Thema, BIM-Washing. Grüße an alle Hersteller, die dieses Wort auch jetzt für sich benutzen. Yep. Ich glaube, ich muss es mir patentieren lassen. Vorstellung der Subparts. Cool. Kurzweiligen Vorträge. Okay. Die Vorträge. Gut.
Peter Pöppel und seine Subbots, sehr schön. Kurze Fakten, kurz faktenbasierend. Ja, wir wollten lieber kurz und knackig, dafür haben wir viele Themen aufgegriffen und das war schon Absicht und gut, dass es dann auch anerkannt wurde vom Publikum. Cool. Alles, besonders die Leidenschaft, die man von Peter in seiner Arbeit verspürt. Der Vortrag war ausgewöhnlich stark. Vielen Dank, das freut mich sehr, dass die Anerkennung dann auch kommt, weil es ist nichts Schlimmeres, als wenn man sich sehr viel Mühe gibt und es kommt dann gar nicht an. Und das freut mich dann wirklich sehr, dass ich so einen Kommentar lesen kann. Vielen Dank. Ich habe allgemein jetzt sehr oft meinen Namen hier gelesen. Dankeschön. Aber auch die Hersteller, die natürlich mit dabei waren, denen gilt auch jegliche Dankbarkeit, die ihre Vorträge halt ein bisschen, ich sage jetzt mal, fachspezifischer gehalten haben. Und ich fand die alle nicht schlecht. Also ich fand die wirklich sehr gut. Jeden auf eine andere Art und Weise. Und es war für mich eigentlich eine Ehre, neben so große Persönlichkeiten und so großen Konzernen und Firmen sprechen zu dürfen. Also wirklich, das hat mich mega gefreut. Gut, persönliche Anmerkung. Und dann kommen die Namen, die zeige ich natürlich nicht. Jetzt schauen wir mal die persönliche Anmerkung an. Das ist die letzte Frage sozusagen. Ich wäre gerne auch bei zukünftigen Veranstaltungen dabei, vielleicht dann an einem nördlicheren Standort, dann hätte ich es nicht ganz so weit. Und da weiß ich ganz genau, wer das geschrieben hat. Ich grüße dich, ohne dass ich jetzt den Namen sage, weil es soll ja alles anonym bleiben. Mich hat es sehr gefreut, dass du mit Begleitung zur Veranstaltung gekommen bist. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Also wirklich, du warst ja auch einer der ersten überhaupt, der zugesagt hat zur Veranstaltung. Das hat mich wunderbar gefreut. Dir bloß möchte ich sagen, ich möchte dir gerne mal anbieten, kostenfrei einfach eine Stunde deine Projekte anzusehen, weil du bist ja noch neu in Allplan, du arbeitest dich gerade so hoch und bist noch eher im 2D unterwegs. Ich möchte dir unbedingt zeigen, wie stark 3D ist und BIM. Das möchte ich dir unbedingt zeigen. Unverbindlich einfach mal eine Stunde Zeit nehmen. Wenn du das hier siehst, das Angebot gilt. Ja? Also wirklich, zu 100%. Vernetzung von Planungsbüros und Herstellern von Einbauteilen im Rahmen einer solchen Veranstaltung bedingt möglich, hoffentlich im Nachgang. Gut, da verstehe ich auch, wer das geschrieben hat. Also kann ich mir sehr gut denken. Das muss jemand gewesen sein von einem Hersteller. Weil klar, der Austausch in diesem Rahmen war ja eher von denen, die im Marktplatz vorhanden waren. Also die sozusagen als Premium-Partner mit Subgrade fungiert haben. Und deswegen haben die auch, die zahlen sehr viel Geld, sage ich jetzt mal, mehrere 100.000 Euro im Jahr. Schön wär's. Nein, aber die zahlen ja auch für eine Premium-Partnerschaft. Das heißt, ohne Premium-Partner würde es dieses System gar nicht geben. Und da es aber Premium-Partner gibt, möchte ich natürlich den Premium-Partnern einen Vortritt und einen, ja, und einen Mehrwert bieten. Ich möchte so viel Mehrwert wie möglich bieten für die Premium-Partnerschaften. Und die haben natürlich einen Austausch zu den ganzen Leads, also zu den ganzen möglichen Kunden, genau. Und klar, dass die dann den Vorrang haben. Wenn jetzt ein Hersteller da einen Austausch haben möchte mit Leuten, ja, die Leads wurden auch ein paar Mal angefragt von ein paar Herstellern, die jetzt nicht als Premium-Partner dabei waren. Datenschutz mache ich nicht. Das sehe ich nicht ein. In der Klausel steht es da drin, dass es zwischen den Premium-Partnern und CS Concept und mir eine Vereinbarung gibt, dass die ausgetauscht werden. Das ist sozusagen der Preis, dafür war alles kostenfrei, aber nicht für andere Hersteller. Das kostenfrei, das kann ich nicht machen, logisch. Genau. Gute Performance, was auch immer. Also, das persönliche Anmerkung, das ist ja dasselbe wie da oben schon fast, oder? Oder wünscht man sich eine gute Performance, aber ich glaube, das war nicht so gedacht. Einfach weiter so machen. Sehr schön, das ist ein cooler Kommentar, oder? Ich freue mich heute schon aufs nächste Mal. Ich auch. Ich auch. Wie im letzten Video schon gesagt, das war der tollste Arbeitstag in meinem Leben. Mir hat es so viel Spaß gemacht. Das war so brutal. Deswegen muss ich auch Videos drüber halten. Geil. Super Veranstaltung und Thema. Ja, das Thema Einbauteile geht uns alle an. Und wie gesagt, der Zeichner muss sich um so viel Zeug kümmern. Der hat so viele Probleme und muss so viele Probleme lösen. Und Einbauteile soll nicht dazu gehören. Hätte mir mehr von den Elastomerlagern erhofft. Viel zu oberflächlich. Ja gut, da konnte man ja noch persönlich in den Austausch dann gehen.
Jeden kann man es nicht recht machen. Klar, da hat man Erwartungshaltung, wie man da vorgeht. Aber deswegen hatten wir ja im Anschluss dieses Get Together. Und wenn es zu oberflächlich ist, dann kann man ja zu den Herstellern hingehen und nachfragen, hey, wie ist das jetzt in dem spezifischen Fall? Dafür war es ja gedacht. Dass wir nicht jeden natürlich das recht machen können, das ist uns klar. Aber ich finde trotzdem diesen Kommentar oder diese persönliche Anmerkung sehr toll. Das gefällt mir, weil man daraus was machen kann. Da kann man dann sagen, zum Beispiel beim nächsten Mal denkt man sich, sollen wir da nicht ein bisschen besser ins Detail gehen? Ja, passt. Auswahlgeschenke wegen Nachhaltigkeit. Ja, verstanden. Wir haben sozusagen Giveaway Packages gemacht, also so kleine Tüten. Nicht jeder will alles, klar, verstehe. Ja. Ist halt schwierig, dass man jetzt eine Tüte bereitstellt und dann halt alles auf den Tisch schmeißt und dann kann sich jeder selber was zusammenstellen. Ja, es ist schon möglich. Aber der Hersteller möchte natürlich auch irgendwo seine Werbung darunter bekommen. Ja, ich verstehe schon. Müssen wir uns mal was überlegen. Also das ist jetzt nicht weggeschlagen. Ich finde es gerade ein bisschen schwierig. Das ist so das Thema. Nicht jedem kann man es recht machen, klar. Aber wenn jetzt jemand nur ein Kuli braucht oder nur ein, ich weiß gar nicht mehr, was alles drin war. Müssen wir noch schauen. Also ich würde tatsächlich, ja, was habe ich jetzt mitgenommen? Da schaut es mir her. Ein 3D gedruckten Querkrafthorn. Ja, das ist cool. Ich mag das, weil das das erste Produkt war, wo ich offiziell in der Subgrid programmiert habe für Geld. Davor habe ich andere Produkte programmiert schon gehabt, aber die waren nicht in der Subgrid bezahlt. Ne? Dann vom Comax X oder X. Das ist eigentlich ein sehr cleveres Datenblättchen, muss ich ehrlich sagen. Wenn man das so aufklappt, also dieses X, oh, man erkennt es nicht, weil es jetzt so ausgeschrieben wird. Mist. Das ist so eine Drehscheibe. Ah, jetzt erkennt man es. Das ist so eine Drehscheibe. Und die kann man in allen möglichen Graden einstellen, damit man versteht, hey, der Comax X, der ist in jede Richtung einbaubar. Coole Sache. Was haben wir noch drin in meinem Package gehabt? Ja, Produkt. Informationen von Max Frank. Ja, aber man muss wirklich sagen, also die sind so stark in den Illustrationen. Ja, wie sieht man es jetzt wieder? Gar nicht super. Und meist weiter, da ist mein Kugelschreiber mit drin. Ist. Ja, ich hab jetzt keinen selber gar nicht mitgenommen, weil ich bekomme ja eh alles. Und ja, aber na, das war toll. Waren viele so Sachen drin wie Kugelschreiber. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe kein Package mitgenommen. Ja. Hat meine Frau eins mitgenommen oder meine Mutter? Ich weiß es nicht. Aber gut. Die Stimmung hat mir sehr gut gefallen. Mir auch. Die Stimmung war bombastisch. Es war jeder so, ja, in dem Thema drin. Also ich hab das Gefühl gehabt, jeder ist mitgerissen worden. Jeder hat sich wirklich nur um dieses Thema gekümmert. Es ging gar nicht um Altplan oder um BIM, sondern es ging nur um Einbauteile, was ich klasse fand. Und jeder war eigentlich gut und professionell drauf. Keine Ahnung, wie ich es so sagen soll. Wir hatten einen super Austausch. Nahezu perfekte Veranstaltung, kleine Kritikpunkte, Tee hat mir gefehlt und Häppchen für danach waren zu spät. Ja, das mit den Häppchen, das war 10 Minuten, das müssen wir jetzt hinnehmen. Die Häppchen waren nicht zu spät, sondern wir waren mit den Fachvorträgen zu früh fertig, um 10 Minuten und sonst hätte es gepasst. Ja gut, also da sehe ich jetzt einfach, pff, ja, das ist jetzt Meckern auf sehr hohem Niveau, würde ich sagen. Denn dass alles glatt geht auf so einer riesigen Veranstaltung, das nehmen wir jetzt ein bisschen raus, das ist ja gut. Manchmal passiert es so. Aber das kann man nicht rückgängig machen, das kann man auch in der nächsten Veranstaltung, kann man auch nicht zu 100% so planen, manchmal ist es halt so, wie es ist. Tee hat mir gefehlt, schade, es war so viel Auswahlmöglichkeiten da, bis auf Tee, das stimmt, aber das hat das Budget nicht hergegeben. Tee wird es bei uns nicht geben, na Schmann, keine Ahnung, kann man sich überlegen, klar, logisch. Gerne wieder, super. Sehr interessante Themen, sehr guter Austausch mit anderen. Genauso war es. Und jetzt würden nur noch die Namen kommen, die zeige ich natürlich nicht. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal jetzt. Aber ab nächste Woche kommen wieder Altplan-Videos. Könnt ihr euch darauf gefasst machen. Danke fürs Zusehen. Und ja, abonniert den Kanal, liken. Endcard lasse ich jetzt einfach mal aus, weil ich keinen Bock habe. Ciao, servus.